zusammen, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Ausgabe Ländle TV der Tag. Heute gibt es folgende Themen für Sie. Mit einem Ticket gratis zu allen Schulsportwettbewerben, das Schulsportticket macht es möglich. Dann haben wir ein paar gute Tipps, wie man sich zur kalten Jahreszeit etwas aufwärmen kann. Und natürlich mit dabei unser Kachelmann-Wetter. Mit einem Ticket gratis mit Bus und Bahn zu den größten Schulsportwettkämpfen des Landes. Das Schulsportticket macht das 2019 für 2500 Schulklassen möglich. Wie das funktioniert, da haben wir genauer nachgefragt. Sich einfach, umweltschonend und kostenlos auf dem Weg zu den großen Schulsportwettbewerben machen. Das Schulsportticket möchte dies rund 2500 Klassen im neuen Jahr ermöglichen. Allein im vergangenen Jahr haben rund 11.600 sportbegeisterte Schüler an Schulsportwettbewerben teilgenommen. Der Wunsch nach einer engeren Kooperation mit dem Vorarlberger Verkehrsverbund durchaus präsent. Für uns ist das ein weiterer Schritt in Richtung Optimierung von der Rahmenbedingungen für die ganzen Schulsportwettbewerbe. Durch dieses Schulsportticket können wir Bürokratie abbauen. Das heißt, sämtliche Kolleginnen und Kollegen, die das nützen und zu den Veranstaltungen kommen mit den Kindern und Jugendlichen, drucken das selber aus, das Ticket, oder laden sich das aufs Smartphone, ersparen sich bürokratische Wege der Abrechnung. Bei uns wird das Ganze wieder gesammelt und dann verwertet und bezahlt. Ich glaube, ein großer Schritt wieder in Richtung Zukunft. Ab dem 01.01.2019 können sich die rund 280 Schulen auf der Webseite des Verkehrsverbundes Vorarlberg registrieren und können so ganz einfach ihr Schulsportticket geltend machen. Die Information geht Anfang Jänner von der neuen Bildungsdirektion, die im Jänner startet, an alle Schulen, an alle Direktionen, an sämtliche Kolleginnen und Kollegen, die wir kennen, die immer teilnehmen. Sie können sich registrieren, wenn Sie das beim Kulturticket noch nicht gemacht haben, registrieren sich jetzt beim Schulsportticket, können nachher selber dieses Ticket, Hausnummer, mein Hütterturnier da auf Utzal, wenn da die Mannschaft von Dornbirn nach Feldkirch fährt, der Kollege kann das am Vortag oder vorher abladen, druckt sich dieses Ticket aus und ist somit mit seiner Gruppe, mit seinem Team fahrberechtigt. Die öffentlichen Verkehrsmittel und der Verkehrsverbund Vorarlberg, die spielen da hervorragend mit. Also die Unterstützung ist wirklich toll. Das ist nicht nur jetzt gerade so hineingestreut, sondern das ist einfach so. Wir haben größere Schulsport-Events im kommenden Jahr wieder. Wir haben drei Bundesmeisterschaften, die wir austragen dürfen. Und dort werden wir alle Schüler und alles, was da mitkommt, öffentlich bewegen, diese Tage, wo sie da sind. Und allein in unserem Kalender sind es circa 40, 45 Events in fast 30 verschiedenen Sportarten, vom Schach bis zum Volleyball, wo wir doch einige tausend Kinder bewegen oder die da aktiv teilnehmen in den Wettbewerben. Und umso mehr die Öffis nutzen, ich denke, ist auch ein Umweltgedanke dahinter. Und die Kinder lernen sich einfach bei uns im Ländle so zu bewegen, weil der Ausbau der Öffis ist einfach sensationell. Bus- und Bahnsystem, das klappt wirklich gut. Die zahlreichen Schulsportveranstaltungen werden auch im neuen Jahr wieder viele Schüler bewegen. Mit dem Schulsportticket in Zukunft gleich ein ganzes Stück unkomplizierter. Tolle Geschichte also, wie gesagt, ab 2019 gilt das neue Schulsportticket. Und was sonst noch so los ist in Vorarlberg, das gibt es jetzt bei uns mit den Meldungen des Tages. Das Heliskiing am Arlberg, für das von der Landesregierung vor 2 Jahren die Erlaubnis erteilt wurde, soll laut Bundesvolksanwalt Günther Kreuter gesetzeswidrig sein. Argumentiert wurde damals mit Sicherheitsaspekten und touristischen Interessen. Für Günther Kreuter zu wenig. So wurden beispielsweise keine Zahlen und Fakten für etwaige Lärmbelästigungen oder auch wie viele Urlaubsgäste tatsächlich dieses Angebot nutzen, erhoben. Die Causa wird in den Bundes-, also Nationalrat, eingebracht. Und am 14. Dezember führte der Vorarlberger Fußballverband mit dem Verein Geben für Leben eine Typisierungsaktion in den Räumlichkeiten der Fußballakademie im Kollegium Bernardi in Bregenz durch. VfV-Präsident Dr. Horst Lumper konnte dem Verein einen Scheck über 2500 Euro überreichen. Durch die Spende können zusätzliche 25 Typisierungen vorgenommen werden. Der Winter ist da und gerade am Abend, da wird es auch wirklich richtig kalt bei uns im Ländle. Wie man sich hier auf ganz entspannte und angenehme Weise etwas aufwärmen kann, das sehen Sie jetzt bei uns.
Tage sind in der Winterzeit wieder kürzer. Die kühle Nacht bricht früh herein. Gut, dass die Saunalandschaft des Val Blu in Bludenz Gelegenheit bietet, um die Seele baumeln zu lassen. Auf über 4000 Quadratmetern erstreckt sich der neue Saunabereich über zwei Stockwerke. Ein Hort der Erholung, ideal um sich der Hektik des Alltags zu entziehen. Eines der vielen Highlights der neuen Anlage ist die großzügige Teichsauna im Außenbereich, wo stündlich geführte Aufgusszeremonien zum Schwitzen und Abschalten einladen. Abkühlung findet man im Naturbadeteich oder im Tauchbecken, ehe man im Infinity Pool bei angenehmen 35 Grad Wassertemperatur den Panoramablick auf das Rätikongebirge genießen kann. Auch in den verschiedenen Saunen im Innenbereich sowie im Dampfbad kann man sich bei Peeling-Anwendungen wie Rügner Kreideschlamm oder Honig verwöhnen lassen. Nicht nur das Abschalten, sondern auch die Stärkung des Immunsystems und damit der gesundheitliche Aspekt stehen bei einem Saunabesuch im Vordergrund. Die original-balinesischen Massagen runden das Wellnessangebot des Val Blu ab und sind Balsam für die Seele, nicht nur zum Wegmassieren des Muskelkaters nach dem Skitag. Nach dem Saunagang in der größten Saunawelt des Landes lädt die Lounge oder die Bar im Bistro zum gemütlichen Verweilen ein. Mit dem offenen Kamin ist ein behagliches und angenehmes Ambiente garantiert. Freundliche Bedienung bietet absoluten Wohlfühlfaktor für jeden einzelnen Gast. Bei uns geht es nun weiter mit den Schlagzeilen von morgen aus den Vorarlberger Nachrichten. Seit Jahren scheitert eine Kompetenzbereinigung im Gesundheitswesen. Justizminister Josef Moser möchte diese im kommenden Jahr angehen. Ein großer Brocken. Über 60 Akteure fließen in Summe rund 27 Milliarden Euro. Viele Herausforderungen. Wirtschaft legt umfassendes Mobilitätskonzept für Vorarlberg vor. Am Landesgericht Feldkirch hat der Prozess gegen zwei Angeklagte begonnen, die im Mai dieses Jahres die Sparkasse in Dornbirn-Haselstauden überfallen haben sollen. Das war's nun auch schon wieder. Wir sind am Ende unserer heutigen Ausgabe Ländle TV der Tag. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es gibt jetzt noch, wie gewohnt, den Blick auf unser Kachelmann-Wetter. Und ich darf mich verabschieden. Machen Sie's gut. Tschüss. Feinste Merino-Wolle und Handwerk. Mehr brauchen wir nicht in der letzten Sockenstrickerei Österreichs. Wir machen Socken, in denen du draußen arbeiten kannst. Socken, die wie von selbst wandern. Natürlich auch welche fürs Büro. Und zum Kuscheln. Wir bei Bolter machen Socken für alle. Auch für dich. Am Donnerstag zieht morgens noch etwas Regen und ab etwa 1200 Meter auch Schnee über Vorarlberg hinweg. Die Niederschläge lassen aber rasch nach und es kann bereits etwas auflockern. Tagsüber bleibt es dann weitgehend trocken. Nur vereinzelt kann es aus der oft kompakten Bewölkung noch etwas regnen. Dazwischen sind ein paar Aufhellungen möglich. Nachmittags werden dann recht milde Höchstwerte zwischen 3 und 8 Grad erreicht. Weitere Aussichten: Am Freitag zieht immer wieder Regen durch. Abends regnet es auch teils kräftig. Die Schneefallgrenze steigt auf um die 2000 Meter an und es wird immer milder bei Höchstwerten zum Abend von bis zu 12 Grad im Rheintal. Am Wochenende bleibt es unbeständig und sehr wechselhaft. Wolkenlücken sind selten und es kann immer wieder auch regnen. Es bleibt insgesamt mild bei Höchstwerten von 7 bis 11 Grad. Die Chancen für weiße Weihnachten stehen am Heiligabend sehr schlecht. Das mildfeuchte Wetter hält im Ländle weiter an. Ab Dienstag gibt es dann große Unsicherheiten. Mehr dazu in den kommenden Tagen.